Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Da sind eine Menge Leute und vor allem der Typ hier mit 12.309 Kronkorken. Der darf zwar nicht alles davon behalten, weil er gestorben ist, aber er kriegt ein Stim sogar noch dazu. Ah, schön. Schön, schön, schön. Und als allererstes, Leute, jetzt komme ich. Jetzt kommt, mein Tag ist gekommen. Oh ja, Ausdauer 8. Gib ihm. So, erstmal Sporthalle. Ja. So. So. 800. Zack, 800 weniger, aber das macht gar nichts. Also, ich habe Geld ohne Ende. 12.000 Kronkorken. Plus ein Adelsoutfit und ein Wrestler-Outfit. Das hilft mir aber alles noch nichts, weil ich noch nicht diese E-Kleidung habe. Ich brauche diese E-Kleidung. Das heißt, wir sammeln erstmal ein. Bibliothekars-Outfit habe ich gefunden. Nice. Und? Keine E-Rüstung. Schade. Ich hätte mich so sehr gefreut. So sehr hätte ich mich gefreut. Ich weiß, ich so traurig. Alter, was habe ich denn jetzt gefunden? So, eine Sache vorweg. Ach, ich kriege ja noch eine Lunchbox. Eine Sache vorweg. Und zwar, Julian hat gesagt, er möchte vorab schon mal sagen, dass er die nächste wöchentliche nimmt. Ich mache das jetzt hier mal ausnahmsweise so, wie er es sich wünscht. Eigentlich muss die Quest ja vorhanden sein, um sie überhaupt annehmen zu können. Das heißt, wenn sich jetzt Leute darum gestritten hätten, wer diese Quest machen kann, hätte ich gesagt, Leute, wartet, bis die Quest verfügbar ist und dann kommt ihr wieder. Das heißt, solange es immer nur einer möchte oder solange die Leute sich einig sind, okay, aber wir machen keine Warteschlange. Wir machen keine Warteschlange für die wöchentlichen Quests. Das will ich echt nicht. So, 100 Kronkorken für mich. Haha. Ein Brahmin-Leder. Jemand hat sich doch Brahmin-Leder gewünscht. Vielleicht gebe ich das weg. Eine Kellnerin-Kleidung. Alles klar. Ein Redaway. Und... Ist okay. Ist okay. Es ist jetzt nicht der Burner. Wir ziehen das Ganze jetzt mal an und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Hey. P2, C2, I1, L2. Ja, ist okay. Ist jetzt nicht der Knaller, ne? Ich hätte mir mehr gewünscht. Aber was will man machen, ne? Stell 4 seltene Outfits her. Waffen her. Oh, geil. Dinge, die wir wahrscheinlich nicht schaffen werden. Okay, schicken wir erstmal die Leute rein. Wir haben reiner Zufall mit einem Globus für dich. So. Wir haben Julian mit gar nichts. Wir haben Yessin mit einem Superkleber. Wir haben Evil, der uns einige Sachen für die Bank bringt. Viel für den Shop bringt, also nicht nur ein paar Sachen. Viele, viele Sachen. Soldatenuniform. Aber noch nicht meine E5-Kleidung. Ich brauche diese verdammte E5-Kleidung. Das kann doch nicht wahr sein. Cynthia Brooks, bleib mal hier stehen. Okay, ist nicht der Hammer. Ist wirklich nicht der Hammer. Schade eigentlich. E5-Kleidung werden wir nicht haben. Das ist so traurig. Wo ist sie? Gib sie mir, zeig sie mir. Da. Diese Kleidung brauche ich. Diese Kleidung, mindestens diese Kleidung. Wenn wir noch die legendäre Kleidung dazu bekommen. Leute, ich zahle 10.000 Kronkorken dafür. 10.000. So viel ist es mir wert. Ich war Bruder. So, und jetzt willst du die 10, wa? Sehr schön. Dann nehmen wir dir direkt das Geld weg. So. Damit ist er auf jeden Fall schon mal glücklich. So, dann haben wir hier Mrs. X.
So, leider nix. Bascha, dessen Namen wir gleich ändern werden. Mache ich jetzt mal direkt, damit ich es nicht vergesse. Da ist er doch. Und zwar wirst du auf den Namen getauft. Der Löwe. Der Löwe. So. Da ist ja jemand da. Gucken wir uns gleich mal an. So, und hier wird es jetzt wichtig. Ich weiß nicht, ist das grün? Ich weiß nicht, welche Farbe das hat. Wir müssen erstmal entweder hier sauber machen. In dieser Pistole können wir eigentlich noch jemanden geben, ne? Laufen zu viele Leute rum. Die drei. Es ist soweit. Noch eine Intelligenzbestie mehr. So, so, so. Die fünf. Okay, Hosenkobold. Wir müssen erstmal die Leute hier platzieren, nicht, dass sie uns weglaufen. So much to do. Cynthia Walker, du bleibst mal hier. Barbara. Cynthia Brooks. Hä, wer war das? Achso, Cynthia Walker. Ich finde schön, dass sie Walker heißt und hier durch die Gegend walkt. So, Zero Penner, du wirst nicht mehr lange Zero Penner sein, wenn wir endlich diese eine Kleidung haben. Also wer diese eine Kleidung findet, Leute, ich kaufe sie euch ab. Nicht für 10.000. Die legendäre für 10.000, ja? Die andere, sagen wir 3.000. Ich bin aber großzügig. So, Lero. Okay. Ich hatte im Chat was zu stehen. Er hat mich aber nicht gemenschet. Oder wie nennt man das? Keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall keinen Menschen mit meinem Namen rausgehauen. Deswegen sehe ich es nicht. Aber einer hat etwas gefunden. Und deswegen neue Kleidung. Deswegen. Schreibt doch einfach mal @0. Ach da, da, Yessin, ich hab dich gefunden. Yessin. Leute, wenn ihr was von mir wollt, @Yessin. @0. @Yessin. So. Achso. Bleib meinem Intelligenz treu. Hier ist doch Intelligenz. Wahrscheinlich hattest du vorher einen Laborkittel an, wa? Ach, er hat sich nur gefreut, dass er seiner Intelligenz treu bleibt. Ja, es wird ein Schuh raus. Evil. Kann ich immer noch nicht reinschicken, ne? Jetzt müssen wir mal ganz kurz. Scheiß drauf. 4500. Aber dafür können wir jetzt genug tragen. Auch wenn ich jetzt arm bin. So. Ganz viel Zeug für den Shop. Junge. So. Ich pack mal das hier mit rein, weil das kann man ja immer noch zerlegen und daraus Schrott rausholen. Von daher wird alles das hier, was ihr seht, im Shop landen. Also, ein Adelsoutfit, ein Teddybär, eine Kamera, noch ein Teddy, ein Globus, ein verbesserter Overall, eine Schaufel, eine Gelehrtenrobe, Teddybär, Brahminleder, Mikroskop und eine Kamera. Junge, das ist eine Menge. So, Tywin, du kriegst eine Kamera, komm zurück. Haben wir noch eine Leiche hier? Kara, komm zurück. Joshua, komm zurück. Das ist nicht das, was du anhattest, glaube ich, oder? Auf Kräuterzig. Gehärtete Schrotflinte, nice. Aber keine E5-Kleidung. Leute, E5-Kleidung. Ach Gott, nein. Zieht euch. Auf euch habe ich keinen Bock, sorry. Das sind meine Leute. Wer war zuerst dran? Die hier waren zuerst dran, ne? Komm, wir machen einfach mal direkt die Quest. Dann machen wir einfach auf YOLO. Nimm die Gewürze mit! Mr. Deadline, Mr. Fallout Boy und Pascolina. Dann schauen wir mal. Ich frage mich immer noch, wann wir unsere erste Todeskralle sehen. Tja, so ist das Leben, Sellerie. Was?
Sollte dieser Satz irgendwie Sinn ergeben, Fallout Boy? Glaub ja nicht. So, Deadline hat sich die Minigun gekauft. Weißt du, da gebe ich sie Evie, damit er ein bisschen was reißt für die Tür. Und Deadline denkt sich, nein, fass sie nicht an. Und kauft sie sich. Oh, das ist bestimmt meine E5-Kleidung. Meine Hoffnung. Sie war so tief in meinem Herzen. Und dann war es nur eine E3. Schade. Aber ich war so kurz davor, mich zu freuen. So kurz davor. Komm schon. Da muss jetzt die E5-Kleidung drin sein. Ich kaufe sie euch ab. Oh, ein Stim. Ich bin gespannt, wie Pyro gleich alleine durch die Vault zieht. Oder durch die gegnerische Vault. Weil hier sind wir noch zu dritt. Aber ihr seht schon, ist eigentlich schon hart genug. Wobei die natürlich wahrscheinlich genug Stims finden werden. Oh, Kronkorken, Kronkorken, Kronkorken. Wisst ihr, Leute? Deadline hat sich übrigens aufgeregt, dass ich so viel Kronkorken rausgezogen habe. Aber auf die Idee gekommen, die wöchentliche selber mal zu machen, ist er anscheinend nicht. Oder er hat sich nicht getraut. Diese Mut wird belohnt. Allerdings solltet ihr, die jetzt nächste Woche auf die wöchentliche gehen wollen, immer daran denken, ich hatte verdammt, verdammt viel Glück. Dass da eine Todeskralle auftaucht, ist schon sehr hoch. Auch mitten im Gang kann da plötzlich eine Todeskralle stehen. Und ohne zu wissen, was da jetzt für eine Quest kommt, ist das schon sehr gefährlich. Weil es könnte jetzt eine Quest kommen, die ab Stufe 30 ist. Und ich denke mir einfach, ja, ihr habt es euch gewünscht. Viel Spaß beim Sterben. Aber gut, Deadline hat ja sein Minigun, also könnte schon was werden. Oh! Das war wieder so ein Bauplan. Oh, Glückwunsch zum Level-Up. Ah, mein Steam hat sich irgendwie resettet. Jetzt sehe ich wieder meine Freundesliste unten rechts. Das ist so nervig. Ihr nicht, zum Glück. Seid froh. Ja, bisher nichts Aufregendes gefunden. Schade. Stopp, ich bin's ernst. Oh, Gottes Willen. Oh, das tut so weh. Oh, mein Herz. Tim, Jan, Rosmarie, haltet die Typen in Schach. Tim, Jan, oh. Wenn sich irgendwer bewegt, erledigt ihn. Ha, fertig? Ich hab noch Anis richtig angefangen. Was macht ein krasses... Das ist zumindest besser als Anis. Mädel wie du an einem solchen Ort. Ich finde es zumindest besser als das andere, muss ich sagen. Es ist besser. Sag mal, was zimmt mit dir nicht? Naja, gut. Dann kriegen die halt aufs Maul. So, pack mal den Kritischen da aus. Oh, wir haben alle jetzt einen Kritischen. Oh, ich liebe es, wenn der Kritische so langsam ist. Kaboom! Komm, mach's ja fertig. Okay, das war unnötig. Egal. Eliminiere die Raider-Anführer. Noch mehr Stims. So. Der Level wird einmal geheilt. Achso, er ist Stufe 50. Kriegt gar kein Level ab mehr. Ein Globus. So. Fand er gerade. Stand er nicht gerade schon mal 900? Okay. Und kleine Maulwurfsrädchen. Naja, aber hier kommen wir easy durch. Sagen wir mal, ihr bekommt 1200 vielleicht zusammen. Ist immerhin etwas. So, ein Stim für Pascolina. Damit seid ihr immer noch bei plus ein Stim. Der einzige, der noch keinen verwendet hat, ist Deadline. Allerdings hat dieser schon 25 Stims. Das heißt, einer von euch kriegt einfach so ein Stim, ohne etwas dafür geleistet zu haben, weil Deadline alles geleistet hat. Zumindest glaube ich, dass er alle Stims geleistet hat. Was haben wir denn hier? Hallo?
Also. Ja, er nimmt alle Stims und Reds mit. Komm jetzt. Ah, ah. Gib mir E5 Kleidung. Jetzt kommt hier die fette Todeskralle. Oh, nochmal Leute. Boah, die Bullen. Oh nein, Junkies. Willst du unseren Stoff Drogenbulle? Ja, das ist auch ein Drogenhund, definitiv. Wir geben nichts kampflos auf. Was gibt es denn für Kräuter in Fallout Shelter? Keine eigentlich, ne? Ich habe keine Ahnung, was ihr da redet. Ihr wisst, dass das nur Gewürze sind, oder? Zum Kochen. Du bist aufgeflogen. Her mit dem Zeug. Gewürz bald. Ich will das nicht. Ihr wisst, dass das nur Gewürze sind, oder? Zum Kochen. Boah, abgefahren. Oh. Ich wette, die Leute hatten sehr, sehr viel Spaß dabei, diese Texte zu erstellen. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel Spaß. Gut, ich habe nichts vergessen, ne? Alles klar. So, findet ihr noch irgendwas Unglaubliches? War da nicht irgendwas noch dabei? E5 oder so? Kleidung? Nee, E5 Kleidung? Ah, zwei Nuka-Cola. Gib mir E5 Kleidung! Ich weiß, das bin nicht ich, der hier rumläuft, aber ich würde es hier abkaufen. Ja, komm, komm, komm. Ein Garn. Super. Da liegt noch was. Ja, gut. Vielleicht hat Pyro ja ein bisschen mehr Glück. Allerdings kommt Pyro erst morgen, weil das hier hat uns schon ziemlich viel Zeit gekostet. So. Wie seid ihr auf 3700 Kronkorken gekommen? Egal. Das ist schon 1200 für jeden. Das ist schon nicht schlecht. Es sind keine 12.000, aber es ist zumindest ein Zehntel. Habe ich diesen Dislike eigentlich verdient in der letzten Folge? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich bin ein schlechter Gewinner. Ich habe es gesagt. Dafür dürft ihr mich nicht verurteilen. So. Julian. Geh mal hier hoch. Also was, du bereitest dich ja eh vor. Da läuft sie. Kurz vor 10. Raymond Penner, was genau tust du da? Wollte ich dich dahin schicken? Ich glaube nicht. Ich muss da gleich aufpassen, dass er da weggeht. Auf jeden Fall möchte ich ein Dreier-Team erstellen, das für die Vault-Dinge sammelt. Das heißt, ein Team, das aus Leuten besteht, die für die Vault sammelt. Die darf quasi Sachen tragen, die sich im Shop befinden. Und je nachdem, was sie finden, geben sie es halt den anderen Leuten zum Anziehen. Jetzt zum Beispiel für die täglichen Quests. Weil die täglichen Quests sind die Quests, die wir nicht zusammen machen können. Fällst du noch um? Dankeschön. So, schauen wir mal rein. Das hier werden wir morgen unternehmen. Wir haben übrigens wieder mal eine neue Questline. Und zwar für St. Patrick's Day. Hui, tägliche Quest, 3000 Kronkorken. Diese möchte ich wieder machen und wieder gilt, Leute, für diese Event-Quest. Die Vault stellt die Stims und ihr zahlt einfach nur das, was ihr verbraucht. Das heißt, als allererstes Klee im Kasper. Das haben wir schon mal gemacht. Diese kommt als nächstes, Leute. Sammelt euch in Truppen zusammen. Am besten Dreierteams, damit wir wirklich diese Quest schaffen und nicht verkacken. Ne? Ich würde sagen, wirklich ausschließlich Dreierteams. Und alles, was ihr dafür braucht, ist Stufe 20 und 9, mindestens 9 Schaden. So, die Folgequests werden wahrscheinlich nicht besser. Ach guck mal, die wöchentliche ist schon da. Wann wird das denn resettet?
Freitags? Keine Ahnung. Ja, cool. Es ist auf jeden Fall Stufe 30. Schaden 11. Ich weiß nicht, ob ich das hatte. Ich weiß nicht, wie es bei mir aussah. War das auch so? Keine Ahnung. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Deadline und Julian, ich werde euch nächste Woche losschicken. Und sobald ihr losgelaufen seid, schreibt mir in Discord, wann ihr Zeit habt. So, das sind die aktuellen Quests, die wir jetzt noch haben. Aber ich möchte gerne auf jeden Fall Klee in Kasbah erstmal machen. Das ist mir wohl am wichtigsten, dass wir die Events auf jeden Fall schaffen. Und ja, irgendwann aus Nuka-Cola entführt vielleicht auch mal weitermachen. Zur Not mache ich das alleine. Ist ja jetzt Stufe 13, Schaden 5 ist ja gar nichts. Aber zuerst möchte ich meinen Typen trainieren. Okilidokili. So, Leute, ich würde sagen, unsere Zeit ist abgelaufen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann, es ist übrigens morgen am Samstag, weil ich immer wieder eine Folge nicht geschafft habe, weil meine Freundin Geburtstag hatte. Dann kommt Pyro dran. Gucken wir mal, was Pyro so leistet. Haut rein, euer Zero. Tschüss.